Jo, schönen guten Tag. Der Ära ist wieder da und wir spielen Elex. Und das Spiel sieht seltsam aus. Hier ist irgendein Schnee, irgend so ein Schleier drüber. Es gab jetzt ein Patch. Ich habe keine Ahnung, was mir der Künstler mit diesem Patch sagen wollte. Mal schauen. Also auf jeden Fall sieht das jetzt... Das ist doch scheiße. Warte mal, es ist ja grafikmäßig jetzt... Nicht so richtig schön. Ja, wir haben schon alles auf schön und so. Nebelqualität, okay. Weil das ist ein bisschen seltsam, dass das jetzt hier so ein... Ja, und das Soundproblem haben sie immer noch nicht gelöst. Also ihr hört schon wieder kein Jetpack. Keine Schritte. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Wir sind bei den Klerikern und uns fehlt Geld, um eine Stufe aufzusteigen, um ein Judikator... Das ist nicht der Erste, der mir das erzählt. Judikator nicht hier, wie hieß denn? Ja, um auf jeden Fall hier so ein Legat zu werden. Ein Legat möchte ich gerne sein, deswegen... Verkaufe. Ich zeige dir. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier mal ein bisschen Kram verkaufen. Ja, Waffen ist schlecht... Rüstung ist auch schlecht. Wir haben echt auch schon alles verhökert. Das ist echt krass. Bier, Brot müssen wir aufheben. Brot ist wichtig. Trockenfleisch, gebratenes, bla 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 bla. Apfel, rohes Fleisch. Ja, wir gucken mal hier unten. Wir haben doch noch Klopapier und so, was wir verkaufen können. Mal schauen, ob wir da noch was hinkriegen. Klopapier und so ein Krempel. Pures Elex, ja, pures Mana. Aha. Ja, wir werden mal hier so ein bisschen Kram verkaufen. Knochen weg. Elektroschrott und Metallschrott. Ja gut, da wäre auf jeden Fall noch Klebeband. Ne, das läuft unter Rohstoff. Rohstoffe möchte ich nicht verkaufen. Ich möchte bitte nur Sachen verkaufen, die wir wirklich nicht mehr brauchen könnten. So, alte Münzen behalten wir. Geldbündel, guck mal. Sehr gut. Krüge, Öllampen. Unbrauchbar ist Krempel. Völlig Krempel. Sanftes Klopapier. Da geht es hin. Wertsachen, ja, Spielzeugdino. Ja, hier, Klopapier kommt jetzt weg. Und jetzt zur Not müssen wir jetzt echt mal so ein bisschen... die Zigaretten verkaufen. Jawohl. So, jetzt haben wir nämlich wieder Geld. So, da können wir nämlich direkt noch eine Runde einkaufen hier beim Kollegen. Wenn ich denn mal irgendwann hinkomme. Das ist, glaube ich, nicht so clever, den eigenen Typen so voll zu müllen. Naja, gut. Jetzt, das mit diesem weißen Nebel hier, das finde ich gerade nicht so richtig schön. Das sieht irgendwie nicht so toll aus. So laut. Und wir haben immer noch keine Schritte. Also wenn sie schon so ein 2,5 Gigabyte Patch rauslassen, finde ich ja tatsächlich, sollte man dann vielleicht, naja. Ich möchte in den Rang eines Legaten erhoben werden. Ja. Hast du die Stände dabei, die Kalan verlangt? Kalan verlangt zu viel. Ja, habe ich. Kalan dankt dir. Ab heute wirst du dich Legat nennen dürfen, Bruder. Aber auch ein Legat unterliegt noch den Pflichten Kalans. Mit der neu gewonnenen Kraft der Suggestion wirst du in die Welt gehen und Gläubige finden. Neue, ungeschliffene Akolyten wirst du rekrutieren und gottlose Ketzer reinigen. Melde dich bei Hagen und Balder. Sie werden dir sagen, wie du Kalan von nun an dienen kannst. Aber zuvor solltest du dich bei unserem Rüstmeister melden. Ab heute bist du berechtigt, direkt aus unseren Lagern zu kaufen. Okay. Und decke dich bei ihm mit Panzerung ein. Wegtreten, Legat. Wir haben einen Ziehwerfer erhalten. Was ist denn ein Ziehwerfer? Ziehverstärker haben wir. Ziehwerfer, der macht ein Kraftfeld, ein Ziehgeschoss.
In mentale Fesseln. Okay, das rüsten wir mal hier dahinter. Also wir haben jetzt noch mehr an lustigen Zaubersprüchen. So, Rüstung. Was haben wir denn? Akolytenrüstung. Ach, ne Klasse, die wollen bestimmt wieder Geld dafür sehen, ey. Da bin ich mir doch ziemlich sicher. Die gibt mir ja eh keiner was für umsonst. Hier gibt mir niemand irgendwas geschenkt. Bin mir sehr sicher. So, du bist dann wohl der neue Legat in unseren Reihen. Ja. Yep. Sehr schön. Es ist dir genehmigt, Rüstungen der MK2-Generation zu kaufen. Aha. Toll, ich darf die kaufen. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Okay. Plasmagewehre, Lasergewehre. Lasergewehr 2, ja. Also ist ja quasi geschenkt. So, also Waffen. Nix für mich. Helm, Legatenhelm. 2000. Jawohl, unbedingt. So viel Knete habe ich jetzt nicht. Legatenrüstung. 9500. Ihr seid ja wohl bescheuert. Super hier, bei euch mitzumachen, hat sich ja jetzt schon total gelohnt. Ja, wir wollen jetzt das garantiert nicht machen. So, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen vorwärts gehen hier. Ich wollte Ray Eckhart, Überlebenslehrer. Genau, ich wollte mal zum Lager der Mitte reisen. Möchte da mal was nachschauen. Ich würde nämlich ganz gerne noch ein paar Skills erwerben, wenn ich schon mal hier bin. Oh, hier ist auch kein Nebel mehr. Sehr gut. Aber das Tonproblem haben sie nicht in den Griff gekriegt. Lloyd, was kann ich mit dir lernen? Sicher! Überlebenstheorie, Kampftheorie, die nächste Persönlichkeit. Persönlichkeitslehrer. Du warst der Kampflehrer? Genau. Okay, wir könnten mal gucken. Hey, du willst sogar das Kommando hier übernehmen? Ja, haben sie mir erzählt. So bin ich. Ja, Mann, das ist gut. Dann passiert endlich mal was hier. Sag ruhig Bescheid, wenn wir ausrücken oder sonst was, ja? Ich bin dabei, egal wie es ausgeht, Mann. Egal wie es ausgeht, ja. Bring mir etwas bei. Natürlich. Fernkampf, da fehlen uns noch 2 Punkte Geschicklichkeit. Ach so, und wir müssen erstmal einen Drink konsumieren. Starker Elix-Trank. Damit wir da nochmal was lernen. So, du warst Eckhart. Bring mir etwas bei. Tiertrophäen. Das möchte ich nämlich lernen. Sehr gut. Hier brauchen wir dann noch mehr Intelligenz. So, dann schauen wir doch mal hier in unserem Hauptmission Rachefeldzug. Gefährten, Handvoll Splitter, ja, neue Erkenntnisse, defekte Blechdose, Edan. Hier könnten wir... Naja, dann gehen wir jetzt mal ein paar Alps jagen. So, großer Aufzug. Und dann gehen wir mal, schauen wir mal, ob wir jetzt ein paar Alps hier auf die Reihe kriegen. Das wäre ja ganz geil. Also dein Schwimmstil ist auch echt eher... So, Mittelalter. Ja,
MK2-EP. Die Konstruktionen der Berserker sehen nicht sehr sicher aus. Okay, wir probieren jetzt mal hier runter zu hüpfen. So richtig, ob das jetzt so viel besser war. So, jetzt lassen wir den aufladen. Dann kommen wir hier runter ins Tal. Okay. Dass sie echt dieses Soundproblem hier reinpatchen und dann nicht mehr beseitigen, kotzt mich ganz schön an. Jetzt muss der Rechner wieder 5 Jahre lang laufen, bis das dann mal geklärt ist. Hier ist ein toter Fischer. Letzte Nachricht. Letzte Nachricht. Hier gibt es noch EP. Heute habe ich dieses merkwürdige Metallteil im Fluss gefunden. Es scheint von oben ins Tal herabgespült worden zu sein. Ob es jemand von den Klippen geworfen hat. Okay. Letzte Nachricht. Wo ist die letzte Nachricht? Die Sonne geht unter wie jeden Tag. Von hier oben hat man einen wundervollen Blick auf das Tal. Bitte, ich will das Ende noch nicht. Warum haben Sie mich abgelehnt? Warum? Ich verstehe das alles nicht. Okay. Ne, wer bist du denn? Tja. Hey, wir haben einen Kritter erledigt. Ja, und ich glaube, die Viecher geben nämlich jetzt noch mehr Trophäen, was bei unserer finanziellen Lage grundsätzlich jetzt echt nicht schlecht ist. Weil das Zeug kann man relativ gut verkaufen und da kommt ein bisschen was bei rum. Ja, Krüge klauen wir natürlich auch, Öllampen unbedingt. Wir müssen alles mitnehmen, was so da ist. So. Und dann müssen wir mal schauen. Oh, was ist das denn? Das sieht aber auch nach einer Elixader aus. Oder? Was ist das hier? Ja, das ist eine Elix. Oh, fuck. Da ist auch wieder so ein Riesenheini. Da ist wieder so ein Unhold. Mit dem wollte ich mir jetzt nicht direkt schon wieder rumprügeln. So, schauen wir mal. Wie viel brauche ich denn eigentlich noch für die nächste Stufe? Oh, das geht. Das geht.
Ich helfe dir! Oh, du Idiot! Jetzt hat mich der Falk wieder weggejagt. Der Falk hat mich wieder umgeschossen. Das finde ich nicht gut. Das sehe ich nicht ein. Falk, du bist ein dummes. Und das immer wieder. Das sind halt viele. Warte mal. Ich greife an. Okay. Das war gar nicht so schlecht, diese Handgranaten reinzuschmeißen. Das war schon erstmal ein guter Auftakt. Mich ärgert halt immer, dass die das schon mitkriegen. Und dann müssen wir einfach weglaufen. Dann müssen wir einfach echt weglaufen. Aha, warte mal, was ist denn das hier? Wir haben ja auch verschiedene Modi, sehe ich gerade. Ich helfe dir! Habe ich nicht rausgefunden, was das bringt. Wie du willst. Was macht man hier? Was? Ah, na, hier ist ja eine Scheiße. Nee, das bringt heute nichts. Ja, ist mir helle. Ich werde jetzt... Ach nee, ich habe jetzt keine Lust, mich hier rumzuärgern. So, deswegen im Dienste Kalans. Hagen und Baldur, dann machen wir das jetzt erstmal. Machen wir noch ein bisschen weiter als alter Kleriker. Mal schauen. Es kommt, wie es kommen muss. Hagen und Baldur. Ja, wo kriege ich denn die Knete her, bitte? Legat, es gibt Arbeit. Sehr gut. Deshalb bin ich hier. Gut, es obliegt deiner Verantwortung, neue Menschen für unseren Orden anzuwerben. So wie du unserem Beispiel gefolgt bist, sollen es auch andere tun. Wir sollten stattdessen die Produktionskapazitäten unserer Kampfmaschinen maximieren. Das versuchen wir schon. Aber sie sind zu anfällig, als dass wir allein auf ihre Kampfkraft vertrauen können. Hm. Eine bittere Lehre, die wir aus der Vergangenheit ziehen mussten. Darum ist das Anwerben neuer Gläubiger auch so wichtig. Da sich kaum ein Mensch nach Ignadon verirrt, wird dich deine Suche in andere Länder führen. Du solltest also den Zustand deiner Waffen auf Vordermann bringen und dich mit allem Nötigen ausstatten. Meide aber die großen Ballungsgebiete. Konzentriere dich auf jene, die fernab fremder Einflüsse sind. Sollten deine Ziele Widerstand leisten, brich ihren Willen oder wende Gewalt an. Den Rest erledigt eine Eskorte.
Wen kann ich für unsere Zwecke rekrutieren? Wie gesagt, am besten sind Personen, die niemand vermissen würde. Die Auswertung unserer Drohnen hat mir 3 Namen ausgespuckt. Halte nach 3 Männern Ausschau. Ihre Namen sind Connor, Ryder und Galar. Die beiden ersten sollten sich in Tavar und Umgebung aufhalten. Den letzten findest du in Edan. Ihre Koordinaten habe ich auf deinen Adjutor übertragen. Okay, in göttlicher Mission. Na, dann machen wir das. Dann sind wir als nächstes in göttlicher Mission unterwegs. Aber am nächsten heißt beim nächsten Mal, denn es ist schon wieder Zeit. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Heute war nicht viel los. Tut mir leid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.